Gut. Also, war eine gute Fahrt, oder? Ja. Wo waren Sie alles? Viel? Ach du Kacke, Alter. Ich Foto machen. Ja. Hallo, ich brauche bitte die Polizei und einen Rettungswagen. Ein schweres Leben, Niklas. So ist es halt. Im besten Deutschland aller Zeiten. Steffen Schwarzkopf und sein Kameramann versuchen zu beschwichtigen. Ja. Alter, halt dich mal zurück jetzt. So, also wir sehen die Emotionen, die kochen hoch. Ey, und dann auch noch mit hohen Schuhen. So, Habibis, einen wunderschönen Abend oder auch guten Morgen, immerhin welche Uhrzeit ihr habt. Willkommen in unserem Kinosaal. Ich würde sagen, es ist einiges passiert und ich habe einiges hier am Start, ne, dass wir uns reinziehen müssen. Und vielen Dank für euren Support. Ich küsse eure Herzen, ich grüße euch, Mob grüßt euch. Und lasst euch schmecken. Ich sage mal, let's go in the window. Anzeigenhauptmeister hat wieder eins auf die Nase bekommen, als er live war. Und das schauen wir uns jetzt an. Oh mein Gott, ey, da bin ich jetzt so gespannt. Digga, das ist einfach Standard geworden, dass der Arme nur noch kassiert, Digga. Wie geht's Ihnen? Alter, gut. War eine gute Fahrt, oder? Ja. Wo waren Sie alles? Viel? Ach du Scheiße. Alter, das ging ja... Der sitzt im Auto und kriegt direkt einen auf die Nase? Haram. Wallah, haram, dass ich jetzt lachen muss, aber... Nochmal. Das müssen wir jetzt nochmal reinziehen. Moment. Gut. War eine gute Fahrt, oder? Ja. Wo waren Sie alles? Viel? Ach du Scheiße. So, das ein Foto machen? Mein Gott. Ach, das kommt jetzt. Fahrt nach dem Bayern. Der geht jetzt live und so, hä? Auf Insta. Deutscher Hauptmeister heißt der. Wie geht's Ihnen? Gut. War eine gute Fahrt, oder? Ja. Wo waren Sie alles? Viel? Ach du Kacke, Alter. Soll ich ein Foto machen? Ja. Da ruft die Bullen. Ja, die rufe ich jetzt noch. Ja. Alles gut, Niklas? Ich rufe jetzt die Polizei und den Rettungswagen. Du Kacke. Wo bist du? Ganz genau. Alles gut? Ja. Junge, der Können wir ein Foto machen? So? Ja, na klar. Guck mal, ihm tränt auch die Auge hier. Seht ihr das? Keine Ahnung. Muss man dann Blut trinken? Muss man dann Blut trinken? Boah, der hat richtig einen auf die Nase bekommen. Guck mal, Boden. Oder auf die Lippe. Ja, hallo, ich brauche bitte die Polizei und einen Rettungswagen zum Bahnhof Bautzen. Also ich wurde gerade ins Gesicht geschlagen. Ein Rettungswagen muss ja auch sein, ne? Damit er noch mehr Geld kassiert. Schlagen. Was? Scheiße. Ja, und hier sind gerade ca. 200 Personen sind ja am Bahnhof. Niklas, guck mal rein. Guck mal rein, Niklas. Ja. Ich bin hier auf. Ich will wegmachen. Ja. Ich hab ein Foto. Also wie ich mitbekommen habe, ist das jetzt zum zweiten Mal, nee, zum dritten Mal sogar passiert. Klaas Mattei, Anzeigenhauptmeister. Okay. Ja. Polizei. Guck mal, die am Telefon wissen sogar schon, wer dran ist. Rettungswagen bitte. Ja, danke. Ey, den Schlag müssen wir uns noch einmal reinziehen, Digga. Ach du Kacke. War eine gute Fahrt, oder? Ja. Wo waren Sie alles? Viel. Ey, das gibt's doch nicht, Alter, das gibt's doch nicht. Ja, das ist jetzt, ich sag euch ehrlich, Standard geworden bei ihm, dass das jetzt jeder Zweite macht, der ihn sieht, weil, ja. Dafür gibt's auch ein Statement. Es passiert, Anzeigenhauptmeister hat den Frack vollbekommen und blockiert den Rettungswagen. Anscheinend war da noch was, passt auf. Da gibt's ein Statement, was ganz interessant sein soll. Was auch mit ihm irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es eine bekannte Person bezüglich ihn trifft. Das ziehen wir uns ganz kurz rein. Willkommen zurück hier auf dem Kanal zum Sonntag, Leute, mit einer Eilmeldung. Ich hab's gewusst, leider. Ich könnte es mir schon denken, wer mit dem Feuer spielt. Der Anzeigenhauptmeister Niklas, ja, der alle anscheißt, die falsch parken.
hat jetzt einen auf den Helm bekommen, ja? Eine blutige Nase. Er war natürlich am Samstag 22 Uhr noch was auf Knöllchen Tour. Wieder welche angeschissen, die falsch geparkt haben. Dann kam eine Menge von 200 Leuten, umringte den im Auto sitzenden Niklas. Und einer fragte dann aus der Menge, ob der Tag erfolgreich war. Und auf einmal, bumm, ja, ein auf die Nase und ja, die Stimmung war aufgeheizt. Was ein Akzent die da haben, oder? Ja, Anscheißer haben ein schweres Leben, Niklas. So ist es halt. Im besten Deutschland aller Zeiten. Du hattest ja auch gedacht, also angedacht mal nach Schweden auszuwandern, weil man da für das Anscheißen noch Geld bekommt. Ich würde es dir empfehlen. Ja, aber Leute, lass doch den armen Niklas in Ruhe. Das muss ich auch mal sagen, ja. Gewalt ist keine Lösung. Manchmal ist die schnellste Lösung, aber nee, lass den. Der will doch einfach nur atmen, der Junge. Ja. Und natürlich hat Niklas eine Anzeige gemacht. Der Täter wird jetzt ermittelt oder vielleicht auch nicht. Und da, wegen einer blutigen Nase, ja, hat er gesagt, ich bin der Anzeigenhauptmeister. So hat er sich vorgestellt bei der Polizei. Ich brauche die Polizei und einen Rettungswagen. Also in einer Zeit, wo die Rettungswagen sowieso knapp sind, ruft der Anzeigenhauptmeister noch für sich persönlich wegen einer blutigen Nase einen Rettungswagen. Ja? Anstatt in die Notaufnahme zu fahren. Ja, Niklas, es dreht sich halt nicht alles um dich und deine unsinnigen Scheiße, die du da machst, mal auf Deutsch. Und ja, wie gesagt, Anscheißer haben ein schweres Leben. Ja, ich wünsche dir aber trotzdem alles Gute und ja, ich denke, das wird noch öfters passieren, wenn man dann in der Nacht auch noch die Leute anscheißt, weil man nicht schlafen kann. Such dir vielleicht irgendwas anderes, vielleicht im Seniorenheim zu arbeiten, dann wirst du endlich mal erwachsen, ja? Naja, Leute, so ist es halt. Hat eine auf den Turm bekommen, wie ich ja schon prophezeit habe. Oder jeder, der das mal ein bisschen verfolgt hat. War doch klar. Naja. Ja, immerhin sind wir in Deutschland, sagt jeder. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass in Deutschland fast in jeder Stadt, ja, klein Istanbul, ne? Ja, Digga, da ist ja ganz, ganz falsch dran. So, wenn wir jetzt schon bei Reporter sind, ne, gibt's auch was ganz Interessantes. Steffen Schwarzkopf, Weltreporter, während er live schaltete, wird er angegriffen. Also noch ein Reporter, keine Ahnung, schauen wir uns das mal an. Dieser Mann wird gleich den Weltreporter Steffen Schwarzkopf angreifen. Während einer Live-Übertragung vom Thüringer Landtag nähert er sich dem Reporter und dem Kameramann. Dann stört er zunächst Schwarzkopf, will die Berichterstattung augenscheinlich unterbinden. Der Unbekannte schlägt dem Reporter gegen den Hinterkopf und das Ohr. Steffen Schwarzkopf und sein Kameramann versuchen zu beschwichtigen. Ja. Alter, halt dich mal zurück jetzt. So, also wir sehen, ja, die Emotionen, die kochen hoch. Ganz ruhig. Was ich aber sagen kann, ist, dass das natürlich bei den Parteien auch diskutiert wird. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal kurz hier zurückgehen nach Berlin. Und die Schalte muss schlussendlich aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Reporter und Kameramann werden danach weiter beleidigt. Ja. Kommentare sind auch deaktiviert. Vielleicht könnt ihr mich alle aufklären. Ich habe keine Ahnung, was da ist. Crazy, Digga. Es gibt noch so einen, in der Türkei gibt es einen, genau so einen Reporter. Das ist schon 20 Jahre her. Wenn ihr Bock drauf habt, spiele ich euch das mal im nächsten Video ab. Der hat die Leute, wenn ihm sowas passiert ist, da gibt es Videos, Leute, der hat die zusammengeschlagen. Wortwörtlich, wirklich. Ein Reporter, der auf einmal abgeht, Digga, ausflippt und die Leute zusammenschlägt, weil sie ihn halt genauso behandelt haben. Das kann auch nur da passieren. Ich würde sagen, wir gucken uns ganz kurz einen Kampf an, denn gestern hat Umut was ganz Interessantes gepostet. Passt auf. An meine YouTuber-Freunde, wo ich verloren habe, habt ihr ja Reactions gemacht.
weil es ist ja euer Job. Macht doch mal jetzt auch eine Reaktion. Mich würde eure Meinung interessieren. Umut hat ja einen Kampf gemacht. Ich habe ihn sogar in meiner Insta-Story gepostet gehabt. Habe ihm alles Gute gewünscht. Ja, Glückwunsch zum Kampf. Ich würde sagen, ich habe es vergessen. Ich hatte es einmal angehabt. Aber jetzt ziehen wir uns den Kampf von Umut rein, der leider nur 27 Sekunden geht, was aber auch gut ist. Er hat einen starken Gegner gehabt, wie ich mitbekommen habe. Ziehen wir uns kurz den Kampf von Umut rein. Let's go in the window. Okay, gentlemen, you know the rules. Protect yourself all time. Listen to my commands. When I say stop, you stop. Mal, der andere ist auch stabil, ne? Go back to your corner. Good luck. Wallah, ich hab mir den Kampf nicht angeguckt. Guck mal, der will auch noch applaudiert werden. Stark. Sag mir jetzt nicht, der Kampf geht gleich zu Ende. Das mag ich an so Käfigkämpfen überhaupt nicht, ne? Bro, ich war live dabei und dann sitzen die da so auf dem Boden an dem Käfig und es dauert manchmal 5 Minuten lang so, dass die sich nur festhalten. Ja, okay, das gehört dazu, aber Bro, es ist langweilig. Du guckst dann zu und es geht 5 Minuten lang, dass die sich nur festhalten. Und alle 5 Minuten schlägt mal eine. Aber ich habe gehört, der Kampf geht ja nicht so lang. Ich glaube, 27, 28 Sekunden? Oder ist das Babelaba? Oh! Oh! Andere sieht so aus der Puste aus, ne? Oh, oh. Ich glaube, jetzt hat er ihn, ne? Ja, stark, Mann. Glückwunsch an Umut. Jetzt haben wir uns seinen Kampf reingezogen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt ganz kurz mit TikTok-Welt weitermachen, wenn wir schon bei Kämpfen sind, ja, ist mir ein Kampf aufgefallen. Und zwar eine, ja, ich sag mal, ein Format in Brasilien, wo sich jetzt Frauen ohne Handschuhe im Ring fetzen. Aber richtig fetzen. YouTube, das ist alles professionell, ja, also nur zur Unterhaltung, guckt euch das bitte an, Leute. Ach du Scheiße.
Die kriegen bestimmt am Ende auch noch so 10 Euro dafür. So Leute, die von der Straße kommen, wo die so sagen, ey, 10 Euro, komm rein. Warum macht man sowas? Ohne Handschuhe, Digga. Ohne Mundschutz. Die haben noch nicht mal einen Mundschutz. Oh, was machen die da, Leute? Oh, guck mal, die ist voll am Bluten. Die läuft voll in ihre Faust rein. Guck mal, ihm gefällt das richtig. Er denkt sich so, geil, die blutet sogar, Digga. Das gefällt uns richtig. Und dem auch, der hinten grinst noch mehr. Guckt euch den mal an. Guck mal, ihr T-Shirt, ihr ganzes Ding guckt raus. Oh! Das erinnert mich 1:1 an Queen Drama und Hermine, Digga. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Muchachos, tratan la manera de dar y exhibir su mejor versión. En este caso, ese golpe se escuchó lejísimo. Eso sí, estuvo fuerte. Créanme que esos golpes, eso sí, duelen. De verdad, qué aguante de los pugilistas en esta ocasión que nos están brindando una magnífica pelea. Y pues el cansancio ya se hace ver en cada uno de ellos. Las piernas muchas veces no responden. Ey, die kloppen sich hier die ganze Zeit. So lange. Ach du Kacke, ich kann das gerade nicht glauben. Alter, da sind ja immer mehrere dabei. Wie viele Klicks haben die? 6,3 Millionen. Dafür, dass die nur für 10 Euro da kämpfen. Bruder, guck mal, das sind so Frauen, die vor der Glotze hängen, an Netflix schauen, Chips fressen und hören, ey, da gibt's eine Veranstaltung für einen Zehner, komm, ich gehe da auch mal mit in den Ring. La participación de cada una de ellas, el señor Ey, das darf doch nicht wahr sein. Guck mal, das ist wie, oh, geschafft, ey, das ist 1:1 wie, sorry, dass ich das unterbreche, ich mache auch ein bisschen zurück, das ist genau wie wenn in McDonald's nachts um 4 Uhr nach Disco, die da anstehen und die Burger ausverkauft sind und sich da dumm anmachen, weil sie besoffen sind und sich wegen ein paar Burger hauen, Digga. Und sich so richtig fetzen. Genauso auch wie in Amerika. Guck mal. Ja, Digga, was machen die da? Ich tipp mehr auf die Schwarze, Digga. Wow. Die lässt ihr Gewicht. Guck mal, jeder geht dazwischen. Ja, und die Zuschauer haben alle Spaß, Alter. Guck mal,
mal, die ist schon tot, Digga. Die ist schon weg. Por supuesto, estamos en espera acá de... Kurz mal Wasser trinken. Ey, und dann auch noch mit hohen Schuhen. Se concentran al sonido del gorgorito del referee central. Toman la guardia. Y llegan a conectarse. Oh! Oh, hä, warum gehen die denn dazwischen? Das ist doch ein Kampf. Lass die doch mal kämpfen. Ja, tranquilas, tranquilas. Ja, por favor, ya no más participación. Ja, nochmals. Und ich bin mir sicher, dass diese Frauen auch Kinder haben, ha? Hä, warum bekommt sie jetzt einen anderen Gegner? Safe haben diese Frauen Kinder. Die kommen einfach und sehen, alte Mama, warum schlägt sie sich da im Ring? Warum hat sie jetzt aber einen neuen Gegner, hä? Las Pugilistas. Eye of the Tiger läuft noch. Oh, wow, wow. Oh, guck mal, der ihre Blicke. Boah, ey, die ist ja King Kong, Digga. Ich hab die voll unterschätzt. Alter. Oh mein Gott, nochmal. Alter! Alter, Digga! Ey, die ist ja eine Maschine, Digga. Also das nenne ich... Die ist ein richtiger Donkey Kong, Alter. Pues aquí vemos a la señorita de... Geh doch mal weg von hier! Fuerte contra la señorita de... Das erinnert mich 1:1 an meine Boxshow. Pantalón de luna, tratando la manera de conectarse golpes hacia la cara. Claro que sí, se ven versativas. Wow, guck mal, guck mal, die meint es richtig ernst. Aber warum gehen die dazwischen? Aquí se están dando los golpes también en el sexo femenino. No solamente en el masculino. Ich versteh's nicht, die sollen sich doch boxen. Die boxen sich und die gehen direkt dazwischen. Wallah, ich check's nicht. Bruder, kennt ihr diese Leute in Frankfurt, die Geld haben wollen? Guck mal. Ach du Scheiße. Okay, ich würde sagen, wir machen ganz kurz weiter mit unserem Coach Nankör. Ich lieb's, wenn er seine Tage hat. Und ihr genauso. Und er hat seine Tage, Leute. Passt auf jetzt. Hallo, ist die Karim? Guten Morgen, Coach. Guten Morgen, mein lieber Kim. Liebe Grüße. Okay. Ja, ich habe eine Frage. Ich bin aktuell etwas... komm mal bitte aktuell ans Telefon. Das wär's. Hallo? Ja, komm mal ans Telefon, bitte. Ich bin du bist ganz im Kinderzimmer und im Wohnzimmer ist das Telefon. Ich bin ganz nah am Telefon, Coach. Du bist nicht ganz nah am Telefon, ja? Er hat auch jetzt ein neues Oberteil. Kann ich trotzdem meine Frage stellen? Ja, wenn ich dich richtig höre, jetzt. Okay, ich bin aktuell leider etwas angeschlagen und krank. Okay. Ich hasse das, wenn jemand aktuell sagt oder den Satz anfängt mit, wie wir ja das Wort... Liebe Grüße. Nee, beziehungsweise. Hasse ich, aktuell hasse ich, was gibt's noch für Worte? Im Moment. Und zwar sofort blockieren. Wenn er sagt, und zwar sofort. Ja, das ist so, Finanzamt rufst du an und sagst so, wie viel Kosten habe ich noch? Und zwar, und diese Tante guckt dann tipp. Digga, sag doch einfach, warte Moment. Also, mein Lieber. Inzwischen, oh, ganz schlimm. Diesbezüglich, das ist das Schlimmste. Ich schwöre, da muss ich Ihnen aber zustimmen, ich hasse es auch, wenn man diese, okay, kann jeder reden, wie er will, aber wenn man so einen Satz damit anfängt, so als Ausländer ist das so genauso so öko, Digga, und das passt meiner Meinung nach auch nicht. Diesbezüglich, ja. Willst du ein besserer Mensch sein, Kelim? Ja. Bist du, aus welchem Land kommst du? Türkei. Oh, auch noch ein Türke. Nichtsdestotrotz, hierzu. Ey, und ich sag euch alle ein Herzchen rein, die Türken heute, ja, wir fahren kein Mercedes mehr, sie fahren jetzt Renault. Ja, die türkischen Töchter fahren jetzt hier, wie heißen diese kleinen Drecksautos? Cooper und Ente, diese modernen Enten, ja, fahren sie. Und dann, wuhu, und dann glücklich mit ihren 80-Schwestern, ja.
und dann von Shisha-Bar zu Shisha-Bar, ja, die fahren kein Mercedes mehr, damit man sie nicht erkennt. Dahingehend, ja, den neuen Opel Corsa, ja, Türken, die wollen gar nichts mit uns zu tun haben. Gar nichts mehr. Ich traue mir nicht, eine türkische Frau anzusprechen, ja. Quasi, ja. Und dann immer türkische Frauen, immer mit einem Marcel, mit Parkerjacke und diese Influencer-Typen mit Parkerjacke, hinten Eiffelturm und dann blonde Haare nach rechts, ja. Und sie so, Schatz, ich mache heute deine Augenbrauen, ja. Digga, ich möchte darauf hinweisen, ganz schlimm, ganz schlimm. Da sind die Leute da durchdrehen. Ich möchte darauf hinweisen, ja. Und er ist so einer, der sein Leben lang alles getan hat, der auf Andrew Tate gemacht hat, damit er endlich mit einer Türkin, mit einer Muslima zusammenkommt. Dann ist er mit ihr zusammen und merkt, sie ist mehr Haram als alle zusammen. Ja? Und alle ein Herz daran. Kennt ihr die Deutschen? Schatz, ich bin für dich, möchte ich zum Islam konvertieren. Sagt so, Scheiße, Mann. Ich wollte doch extra einen Allmann haben, damit ich alles machen kann. Schatz, stell dir mal vor, du willst mit einem Deutschen zusammenkommen, damit du richtig Harami sein kannst, ne? Ein richtiger Dayus. Schatz, und du kommst mit ihm zusammen und er sagt, Schatz, weil ich dich so sehr liebe, will ich zum Islam konvertieren. Und macht sich so ein Bart, so ein Achibart. Ja, und sperrt dich ein. Ja, sah am Anfang, hier, David Ortega. Wer kennt den David Ortega? Ich kenne tatsächlich, ja, ich rede jetzt auch mal so, tatsächlich, möglicherweise, ne, Spaß beiseite, ich kenne sehr viele Jungs, die deutsch sind, die mit einer Türkin oder allgemein mit einer Ausländerin zusammengekommen sind, ja, sich verlobt haben sogar, die zum Islam konvertiert sind. Ganz, ganz viele. Ich kenne da wirklich sehr, sehr viele. Ja, am Anfang. Und die sind wirklich, also meiner Meinung nach, die später im Nachhinein zum Islam konvertieren, sind nochmal. Bisschen, also nehmen die Religion erstens viel ernster und gehen der Religion auch richtig nach, so wie es auch sein sollte. Und dementsprechend sind die auch dann eher so streng, wie er gerade sagt. So wie bei Unter uns, oder wie heißt diese komische Sendung? Ja, ein traumhaftes Model heute, tötet keine Tiere! Da kommen Insekten aus seinem Bart, tötet keine Tiere! Was meinst du, was die Kuh denkt? Was meinst du, was die Kuh denkt? Hier, Köln 50667. Der sieht aus wie ein gestrandeter Pottwal auf Crack. Ja? Der fährt Boot auf seinem Bart. Und die Passagiere sind die Insekten, die beim Weltuntergang überleben müssen. Kakerlaken, Schmammerlaken, Fackerlaken, alle da drin. Ja, die fühlen sich richtig wohl, haben Küche drin, Wohnzimmer, alles. Ja, auch Knast gibt's da drin. Ja, also du hast am Anfang einen David Ortega, fängst Beziehung an als muslimische Frau und plötzlich, BAM, er wird zum David Mohammed. Ja, so. Aber der Typ ist ja noch nicht mal Moslem. Ja, Kelim, bist du noch da? Na ja. Was war deine Frage? Ja, aktuell bin ich immer noch krank, auch aktuell, nach aktuell bin ich ein. Ey, der spricht doch eben an mit aktuell und der Typ fängt wieder seinen Satz mit aktuell an. Guck mal, bitte fang diesen Satz mal an, wie wir Ausländer, bitte. Wie Ausländer, die Erfolg haben, nicht wie Asoziale. Halt, sei ruhig, Mann. Erstmal Merhaba. Merhaba. Sei mal ein bisschen nicht so wie die. Rede mal so wie wir, Mann. Was ist los mit dir? Bro, wenn ich so reden würde wie die, wäre ich gesperrt in 10 Minuten. Ey, kannst du nicht so reden wie wir, Mann? Was soll ich denn sagen? Wir haben Ausländer, Mann. Ich bin krank. Akkusativ, Dativ in dich rein. Ey, hör zu, rede normal, Mann. Merhaba. Guten Morgen, mein Bruder. Digga. Merhaba. Merhaba, Abidjan. Merhaba. Ja, Günaydın. Ich weiß ganz genau, was das für ein Türke ist. Ja? Also ohne ihn zu verurteilen oder dass ich das schlimm finde. Ich kenne ganz viele, guck mal, man sieht auf seinem Profilbild, dass er im Fitnessstudio ist. Ich habe hier auch im Fitnessstudio ganz viele, nicht ganz viele, so ein, zwei Türken, die kommen, die sind auch ganz korrekt. Aber die sind so mehr so, ja, deutsch erzogen. Mehr so deutsche Kultur angenommen, es ist gar kein Angriff, auch nicht böse gemeint. Aber ich glaube, viele wissen, was ich meine. Zum Beispiel, wir sind hier geboren, ja, aber wir sind mehr so türkisch
ausländisch. Aber wir haben das, also wir haben mehr diese Kultur angenommen. Aber dann gibt es auch diese Türken, die mehr hier so angepasst sind und ihr wisst schon, was ich meine. Ist nicht böse gemeint. Geneiden, Arjun. Lass es hin. Ich merke das auch das an seinem Türkisch. Das wird zu privat. Also, stell deine Frage, Bruder. Aktuell bin ich noch etwas... Raus mit dir. Raus dann aktuell auch in der... hat er nicht gesagt, oder? Der hat wieder gerade aktuell gesagt. Frage, Bruder. Aktuell bin ich noch etwas... Raus mit dir. Raus dann aktuell auch in dich rein, deine Familie. Raus mit dir. Also, raus mit dir, Mann. Er fängt wieder und wieder an, Mann. Unfassbar, Mann. Digga, dann aktuell. Er sagt wieder aktuell. Schatz, wieso räumst du so lange auf? Entspann dich ein bisschen. Oma Risi. Dünner denn, mein Lieber. Erstens bin guten ich kein Türke. Zweitens, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Oma Risi. Ey, ich sag dir nur. Ja. Ich hab jetzt 3, ne? Ja. Ich kann auf Bäume klettern, auf nicht so hohe, aber ich könnte. Ich verstehe nicht, was du meinst. Die 3 Tabletten mit diesem Löwen-Dings da, Löwenmähne. Ja, richtig, richtig. Also, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also, aktuell. Du hast auf Coach Frankie gehört und auf seine Tipps. Ja. Und du kannst jetzt auf Bäume klettern. Ja, nicht so ganz hoch, aber ich kann auf jeden Fall besser laufen. Hey, das war echt. Es ist immer wieder so witzig mit ihm, Alter. Gut. Wollen wir uns Horror reinziehen? Komm, wir ziehen uns mal ganz kurz Horror rein. Ex-Frau von Manuelsen in echte Horrorshow mit Jamal. Sehr, sehr unterhaltsam. Vielleicht ist es ja bei dem einen oder anderen gerade bei euch sehr dunkel. Ja, vielleicht guckt sich, zieht sich gerade jemand das mitten in der Nacht rein. Könnt ihr auch die Uhrzeit reinballern? Gucken wir uns das mal an. Mal gucken, ob es wirklich so gruselig ist. Ich tipp mal an auf dem Weg. Du raus mich schon, du raus mich vom Socken. Okay. Also meine Nacht ist jetzt im Arsch. Hallo? Ja, schau mal. Mom? Ja. Ja, Sohn. Dad? Ja. Du bist echt besessen, ne? Normal. Ja, mach ruhig dann Licht an und Licht aus, dein Schalter. Danke, Mika, mein Schatz. Hast du eine andere Maske? Hast du eine andere Maske? Mach mich mal ein bisschen kleiner. Oder so. Hallo, Adil. Hallo, Jamal. Nein, ich bin nicht Jamal. Wer bist du dann? Ich bin Jin. Dich? Jin. Jamal. Was soll da hin? Ey, was stimmt nicht mit dir? Du siehst mich nur einmal. Und ein zweites Mal wird gefährlich. Du hast die Möglichkeit, mit Jamal jetzt einmal zu sprechen. Okay, dann gib mir Jamal. Du, nicht Jamal. Leute, hilft mir! Ist Hallo? Ist ein Lattenschuss oder was? Kann mir jemand helfen, bitte? Hier ist was.
Ich mach grad keinen Spaß. Nein! Nein! Er ist wieder da, nein! Ich hab sogar sein Opi weggeschnappt. Auch er kann noch was sagen. John, Mann, ich geh mit dir gerne zum Therapeuten. Hallo Leute, wo bin ich hier? Oh Gott! Dieser Opi. Oh, Hilfe! Hilfe, Leute! Oh Gott, ist das gruselig! Oh. Oh Gott, wer ist denn diese Frau? Oh. Lass mich in Ruhe! Oh. Der ist mal unnormal krank sogar. Nein! Das ist eine Persönlichkeitsstörung. Danke, Jesse, meine Schöne. Ein Gesicht, Alter. Ich küsse dein Herz, Jesse. Was sagst du dazu? Zu was? Ich hab die beiden jetzt in mir genommen. Okay, und wo sind die beiden? Du bist die Nächste, die in mir kommt. Walla, wo bin ich gelandet, dass ich mir denke, nach ein paar Wochen... Was ich mich frage, wie macht er das? Also, gibt's so auf TikTok irgendwelche Effekte, die man verwenden kann? Weil er macht das nicht schlecht, ne? Komm, ich komm mal live. Guck mal, wo ich gelandet bin. Das sieht schon ekelhaft aus, ne? Kennst du das Spiel Wahrheit oder Pflicht? Ja, ich kenn's. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Wer ist dein nächster Albtraum? Nochmal auf Deutsch, bitte. Wer ist dein nächster Albtraum? Mein nächster Albtraum? Warum kommst du denn so nah an die Kamera? Weil ich gleich einen Fluch auf dich setze. Was habe ich dir getan? Das ist so maximal cringe. Ich komme gar nicht darauf klar. Was habe ich dir denn getan? Kennst du Freddy Krueger? Ja. Danke, Glowskin und Mika. Jamal? La Callas? Er hat mir ein Babylöwen geschickt. Dein Ernst? Oh, ja, okay. Er macht das schon unterhaltsam, muss ich ehrlich sagen, ne? Ist echt unterhaltsam gemacht. Gut. Ich würde sagen, ich küsse eure Herzen. Vielen Dank für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video.